Gott. Und sechsmal Sonne, wen wundert? Unser Wetter ist buggy. Ah, fuck, ich will... Okay, ist das die beste Strategie? Was? Drei? Was ist das denn für eine Grütze? Das ist eine scheiß Strategie. Ja, dreimal gelb, einmal weiß, einmal... Nee, ist klar. Also was wir... Was einmal weiß, zweimal orange? Mal ändert, was? Dreimal gelb, einmal weiß, einmal orange. Verschiedenes Wetter haben. Nein, bei mir! Einmal weiß, zweimal orange. Bei mir einmal gelb, zweimal weiß, einmal orange. Bei mir, ja. Also vier Stops muss man, glaube ich... Alter, muss man echt vier Stops fahren? Zwei Stops an drei machen. Ja, drei Stops ist aber bei mir... Also auf der hohen. Ja, und auf niedrigen ist drei. Bei niedrigen sind es vier bei mir. What the fuck? Da müsste ich gelb, weiß, weiß, orange fahren. Das werde ich nicht tun. Ja, ich habe das auch gerade bei mir. Oh Gott. Ach, Zarek fährt auch schon los. Oder nee, ich fahre noch nicht, ich stehe ja noch. Ah, ich sollte vielleicht noch das Benzin nehmen. Ey, Lergo, wir sind schon losgefahren, während du... Ja, ich will das Benzin noch eben ein bisschen korrigieren. Ja, du hast noch drei Sekunden. Ja, ja, alles gut. Ah, danke. Nein! Och, fuck. Ah, ich hab's gerade noch hingekriegt. Ja, also okay. Fährt einer wahrscheinlich jetzt einen 7-Stopp. Okay, wie war das Losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr... Ich bin wieder außen, ne? Aber der Weg zur ersten Kurve ist lang hier. Ja, eben diesmal ist das ein bisschen anders. Ich bin im Start, bin ich nicht so stark. Ja, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ich nicht gedreht werde. Entscheidend ist, dass Nergorix wieder vor mir ist. Guillaume startet meistens gut. Entscheidend ist, dass Guillaume und ihre Charakiere in diesem Kreis sticht. Also besser als ich auf jeden Fall. Ja. Die beiden Kurven danach sind aber sehr eng. Da kann man eigentlich nicht zu zweit vernünftig durch. Das ist schwierig. Mal schauen. Ja, Nergorix, da kann man nicht zu zweit vernünftig durch. Ja, Zahlrock, du bist sowieso gleich weg nach der ersten Kurve. Ist doch eh. Ja, aber er startet oft nicht so gut. Ich kann mich noch an Belgien erinnern, Guillaume. Und da ist die erste Kurve auch ziemlich eng. Da warst du auf einmal in neben mir. Ich hab's überhaupt nicht aufgehört. Ich hab in Belgien wenigstens die erste Kurve durchgeschlüpft. Ja, da an der zweiten hat's gescheitert. Da, ich hab da die Lücke gesehen. Ich hab alles versucht. Weil, war ein gutes Manöver. Ich meine, mir ist nichts passiert. Dir ist nichts passiert. Aber ich hab halt auch überhaupt nicht damit gerechnet. Ich hab mich nach vorne orientiert. Guck, dass ich da irgendwie keinen Rahmen und so, und auf einmal warst du da in neben und bist du durchgeschlüpft. Ja, ich hab halt. Ich hatte halt gesehen, wie links so die Duelle waren, und dann hat sich das für mich einfach ergeben. Da habe ich gedacht, jetzt probierst du es. Das sieht so scheiße aus, wenn die KI versucht, die Reifen aufzuwärmen. Weil die in gerade Linie fahren und dann plötzlich von nach rechts wegziehen. Vor allen Dingen bremsen die immer an Ende von irgendwelchen bestimmten Stellen, auch wenn es Nergo, Herkiker ich ist. Bin vor dir. Ja, ist so gut. Darum habe ich da überhaupt nicht geredet. Ich dachte, das Schiss schon mal ausgeben. Irgendwer rauskickt. Wer ist Faschist? Ich habe Schiss. Ich habe Angst, dass mich irgendwer rauskickt. Aber was mich hier immer wundert, ist, wie breit diese Strecke ist. Moment, muss man kurz Nase kratzen? Das ist schon eine große Verlockung, zu fahren und das wird uns vorne stehen. Was? Es ist nervig, wie du immer deine Reifen aufhörst. Warum? Jetzt gibt er plötzlich Gas. Ja, das wärmt die Hinterreifen auf. Ah, okay. Ist übernommen. Habe ich mich übernommen. Deshalb überholen erstmal. Ja, sicher. Ab wann übernimmt die? Ab der Kurve? Vor der Kurve noch. Ah, okay, in der Kurve. Ab der weißen Linie. So, Mono, wenn du jetzt noch irgendwelche Erledigungen zu tun hast, wir hätten noch Zeit. Guck mal, hier kann man auch mit Motorrädern starten, oder warum sind hier so viele Startmarkierungen? Ich glaube ja. Nee, da zieht ein großes Geschäft erledigen. Jetzt sind die Startmarkierungen für Segways. Was? Guillaume und werf die Reifen auf. Oh, wie lange mit einem Segway auf dieser Strecke wohl drauf? Segway-Rennen. Ein Segway-Rennen. Ja. Wie stellt Sepp das sich? Sepp ist siebter, okay. Sepp hat eigentlich auch immer ganz gute Starts. Ja, ja. Dann geht's denn jetzt hier mal los. Okay. Start bin ich schlecht. Oh Gott. Ich hab Schiss. Ich auch. Scheiße. Oh, diesmal ist Nergorix schneller gestartet. Ich bin nicht neben dir, Zarok, aber... Ich weiß, ich sehe das. Muss ich jetzt bremsen? Ja, ich lasse dir Platz. Oh, da waren wir aber alle mal fair. Das ist ganz was Neues. Aber jetzt bin ich eben. Ich weiß. Ja, Mono, du kannst. Oh, Gürmann! Mono! Oh! Da kam der Gürmann nochmal zurück auf die Strecke. Ja, irgendwo muss ich auf der Strecke bleiben. Ja, ich weiß. Ich hab Mono durchgelassen. Ich kann selber nicht weiter nach links. Ah, okay. Ich hab Mono durchgelassen, weil er war halt drin. Wir sind zu viel beschleunigt gerade. Gelbe Flagge. Ja, ich war in der ersten Kurve sehr weit aus. Dann war ich, und dann war ich zu langsam. Sehr weit innen. Achter.
Nein! Oh, scheiße. Na gut, das ist der Kowale raus ein bisschen. Scheiße, von der Strecke raus. Ja, ich bin... Oh, Mono, du machst aber auch. Switchback, Junge! Scheiße. War zwar eng, aber dann hab ich irgendwie überlegt. Ich bin leckt. Und jetzt bin ich letzter. Geil. Kann ich nichts für. Doch, kann ich was für. Übrig wie Mario. Nee, kann ich nichts für. Halt auf dem Gras, das war ein bisschen ärgerlich. Das war kein Gras, das war schon Kies. Nee, da war Gras. Oh, ich bin voll. Oder Teppich ist das, glaube ich, sogar. Das war Türkis, sagst du? Oh, das war den weit. Dritten Sektor. Ich komm da gar nicht zurecht. Bin dann ja vorbei. Ja, ja, ist aber okay. Das war schon mal schön, dass auch Nergorix und ich hier faire Duelle fahren wollen, wenn beide aufpassen, wo der andere. Ah, aber Rosberg stößt mich mal die weg, Kurve, der blöde Sack. Mir ist das schwer, ohne dass man irgendwie das Rad stehen hat. Oh, dieser Reifen ist leise auf der Strecke. Also ich glaube, was ist denn hier los? Die besseren Karte allein in der Strategie. Gaumann, hast du da einen weggedreht? Ja, ja, nee, Rosberg hat mich weggedrückt, danach kam Hamilton, also die Mercedes sind echt das Letzte hier. Also ja, hast du. Gut. Nein, nein, irgendwann muss ich auf der Strecke bleiben, ja. Wir nähern uns unserem Boxenstopp-Fenster. Wir haben gerade einmal die Linie gehört. Ja, hat er mir jetzt auch gerade erzählt. Alter, das leckt. Das hatte ich auch ein bisschen. Schon. Hatte ich gerade sogar extrem. Extreme lagging. Was mache ich hier denn? Ich hab's an Hamilton gesehen. Der das war eine kreative Interpretation der Strecke. Da muss ich ganz schön reingehen. Da habe ich ein bisschen spät gebremst. Muss es Brems geben? Ja, muss der hart Brems geben. Na toll, jetzt hat sich das Feld ja schon sortiert. Ja gut, es geht nicht. Ja, vor allem, wir sind hier zu viert vorne und dann Mono, pass auf! Ja, ja, weil ich einen Unfall hatte. Vielleicht, als würde ich als helfen, wenn du mir sagst, pass auf, ja. Ja, ich will gleich raussehen. Ich sag's, ich zieh wieder auf die Lehrlinie. Ja, jetzt bin ich wieder rausgeschoben worden, also es wird immer besser hier. Alter, dreh dich nicht fast! Ah, Gronholt, doch. Ich hab hier echt extreme Probleme, dass ich beim Rausbeschleunigen quer gehe. Pass auf, hinten die Rammen gerne. Hab ich ja gerade. Ja, ja, ich hab das Problem auch gerade gehabt, deswegen war ich am Kies. Das ist kein Problem. Ja, ich gehe auch nicht von euch. Oh. Diese Kurve kriegt Zarok aber tschüss, auch nicht. Tschüss, Mono. Ferrari ist gerade ganz hinten. Okay, im Mittel. Oh, Max, Ferrari, great again. Ja, ganz hinten würde ich jetzt nicht sagen. Ja, Entschuldigung, mitten. Mittleres drin. Hinterfeld. Mittleres Hinterfeld. Wir vorarbeiten hier. Okay, nein. Oh, hoppala. Andrea, pass auf, was du denn? Was machst du da? Ha, ich hab Ericsson berührt. Aber du hast ihn, ja. Ja, ist vorbei. Ja, gut, das war ja klar, nachdem was ich hier gemacht habe. Aber Sibi war noch mal schneller. Sibi ist Dritter, hat Mono überholt. Ja, ich hab mich. Kommt jetzt DRS oder? Verabschiedet. Ja, in der letzten Kurve. Ja, das wäre jetzt ganz gut. Wenn ich auf die Map sehe, ist Nergo aber auch sehr neben der Strecke in den Kurven. Hä? Das ist lag. Nicht, dass ich wüsste. Du wirst ja bei mir auch gerade neben der Karte angezeigt, obwohl ich absolut sehe, dass du mitten auf der Straße fährst. Ah, Conroy, komm, du hast. Oh, das war zu weit. War nicht böse gemeint, aber. Nee, war das gerade ein Überholversuch von dir? Nein. Sorry, ich bin direkt neben dir. Ja, Mann, ey, kein Problem. Warst du da leicht nicht mehr Strecke? Ich hab die Kurve halt extrem, ich hab zu spät gebremst. Naja, ich hab's gemerkt. Ja, hier, jetzt hat den Teppich mitgenommen. Ich kann gerade nicht gut fahren. Ich bin an dir dran, aber alles gut. Dreck an den Reifen. Ich hab ihn gleich noch mit überholt. Ich hab mal extra früh gebremst. Ja, das ist auch gut so. Ich fahr auch gerade wie Bullshit. Wie fährt ein Bullshit? So wie ich. Diese Kurve, die killt. Dann fliegen wir mal durchs Feld hier. Ich hab vergessen, dass hier eine Kurve mein ist. Mein Reifenverschleiß. Mono hätte sich fast gedreht. Aber gut, das stimmt ist ja noch nicht. Ein Rahmen, von, weil ich soll ja gleich eh schon in die Box. Also in dieser Kurve jetzt habe ich mich nicht fast gedreht. Ah, ich bin fast hinten draufgefahren, weil ich vergessen habe, dass da eine Kurve ist. Ich hab DHS. Ich hasse den dritten Sektor so sehr. DHL? Ja, DHL. Der blöde Postmann schon wieder. Ich hier beide auch wenn du ein KI-Fahrer wärst, wäre ich da so reingezogen, ne? Ich weiß. Jungs? Was? Ihr da vorne müsst ihr bald schon in der Box, kann es sein? Ja, demnächst. Alter, sind hier, ist die Reifen abnutzen, okay, krass. Ich bin ja, da 63%. Ja, ich weiß, ich hab dir Platz gelassen. Aber jetzt bin ich hier innen. Oh nein, jetzt hat Hinterbahn nicht fliegen. Was mach ich denn ich da? Also die gelassen. Strecke liegt mir echt das nicht. Das war Rosberg-Hamilton, genau auf dieser Strecke. Achso, ja, oh nee. Dann ist das schön, mein lieber Freund. Nergo ist stark auf der Strecke. Ich hab mir natürlich ja, wieder meinen Flügel beschädigt.
Wie weit sind wir eigentlich vom Rest des Feldes weg? Ja. 2 Meter. Ich sehe dich fast noch im Rückspiegel. Immer wenn ich vorne bin, dann bin ich voll nervös und mache viel mehr Fehler. Ja, bei mir ist es eher das Gegenteil. Ja, weil du das gewohnt bist, vorne zu landen. Und meine Reifen machen echt schon einen harten Abgang. Oh, Scheiße. Reifen gehen. Ja. Bin ja nicht hinten raufgefahren. Also ich mag die Strecke, ganz ehrlich. War keine ideale Linie. Oh ne, jetzt hat er mich gerade aber rausgeschoben. Ich finde nur den dritten Sektor behindert. Boah, Gott sei Dank hat Mergo da in der Wiese ein Dingens eine Spur in der Wiese gelassen, sondern ist nicht gedreht. Ich bin in die Spur gekommen, die Kuh hat mich gehalten. Okay. Ich komm nicht auf die Strecke, jetzt geht's wieder. Oh, Conrad, auch da rausgerutscht. Ja. Wir rechnen heute nicht mit Wetterung. Ja, danke für den Hinweis. Wetterinnerung hatten wir schon seit... Jawohl, ich habe keinen vor mir und DRS. Ich auch. Nice, Peter. Also kein vor mir und DRS. Was hat Oles denn da für Schreie? Hier wird übrigens das ziemlich schnell übernimmt die Boxenhilfe. Nein, ich habe glaube ich nicht auf Mager gerade gestellt. Darum so, man kann in der Box auch Sprit sparen. Unbedingt die Reifen wechseln, ich bin bei 75%. Ich dachte gerade, wir hätten eine Supersoft 75 gegeben, weil sind schon. Ja, ich bin ja öfter schon rausgerutscht. Ich gehe in der nächsten Runde. Ja, die sahen irgendwie so rot aus. Supersoft auf der Strecke. Ranmachen, rausfahren, Platz. Ja, irgendwie schon. Sarah, wann willst du an der Box? Ah, da übernimmt er schon. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ziemlich früh. Wie fährt nur zum Kasten, du? Oder wie wenig er? 61. Boah. Okay, krass. Warum? Weil ich fast mehr habe mit den härteren. Ich hab mit Soft hab ich aktuell 52. Wird es aber auch neue, oder? Die neue. Wie ja, natürlich Rast noch. Ja, ja, das ist mit neuen gefahren, genau. Ja, das sind ja die 14% oder selbst so, sag, wenn du beiziehen willst. Ich komme also in dem Sektor nicht. Es sei denn, du machst Scheiße. Die Kurve kann ich nicht und da vorne kommt auch noch eine Kurve, die ich nicht kann. Oh, die KI ist ja echt langsam auf dieser Strecke. Ja, ist gut für mich. Hoffentlich kann ich die dann wieder einholen. Das hier ist die Kurve, die ich überhaupt nicht weiß. Das sollte locker drin sein. Aber ich fahre so schlecht gerade. Ja, da komme ich nicht vorbei. Oh, ich habe jetzt echt ein Problem mit dem. Mit der Fraktion. Jetzt habe ich harte Reifen, also bin ich mal gespannt. Frage, wer ist da alles so in diesem Haufen von KI? 2 vor ihm, 2 hinter ihm. Ich. Wer ist ich? Ich habe keinen zweiten Bildschirm. Okay. Nago! Mono versucht keinen zweiten Bildschirm. Ich glaube, Mono versucht die einstoppen. Er versucht einstoppen. Einstopp kann nicht funktionieren. Ob ich einstopp fahren will, was du schon wieder für ein Bullshit laberst. Ohne Spaß. Mono ist aber auch Mediums gestartet, das ist halt der Unterschied. Ja, selbst auch. Oh, die gehen ja alle in die Box. Das war ein bisschen blöd. Das sind halt die letzten beiden, die noch nicht in der Box sind. Ein paar sind noch draußen geblieben. Okay, jetzt du bist so aber der mich gerade überholt hatte außen, der ist gerade in die Box gezogen. Das war sehr knapp. Das ist Zahlrock. Hallo Zahlrock. Hi Mono. Das erinnert mich ein bisschen an China. Ja. Ja, wenn das China ist, dann müssten wir jetzt eigentlich gleich, ich bin raus. Tschüss. Ich hab dich in Bahrain abgeschossen. Mono hat Nee, von Sepp, der wurde ja von Rotzberg abgeschossen. Und von Mono, ach, ja, stimmt, und von Button. Das waren so die ein oder wobei anderen. Ja auch war quasi haben, der da war ich ja auch eigentlich schon neben. Aber ja, dass ich mit Zahlrock mithalten kann, das ja. Heißt, dass ich auf dieser Strecke gar nicht so schlecht bin. Ja. Ja, normalerweise ist Zahlrock immer viel besser als ich. Ja, die Strecke, die ist nicht so geil. Oder Zahlrock ist halt auf dieser Strecke nicht so gut, das kann natürlich auch sein. Nee, ich habe auch von Anfang an gesagt, die Strecke ist nicht so geil. Bottas! Das war aber auch sehr, sehr optimistisch. Ja, Junge, was für Reifen hast du so drauf? Ich habe Harte jetzt drauf. Ja, ich und Mono sind scheinbar auf der gleichen Strategie unterwegs. Ja gut, ich fahre jetzt noch, ich hab noch einen... Meine ich doch! Ich hab noch einen Boxenspot laut meiner Strategie. Also dass wir auf der Strategie unterwegs sind, glaube ich nicht. Du bist mit Soft gestartet, ich mit Medium. Also ja, ich muss ja auch meinen Flügel noch wechseln. Der Nergomono. Nergomono. Das Teammitglied ist auf alle Fälle in den Löchern. Diese Kurve, die schaffst du irgendwie nie richtig. Was, Mono fährt weiter? Ich weiß nicht, wie ich die anfange. Wie viele haben deine Reifen? Aber DRS hast du nicht. Nee, beim Fahren. Oh, Runde geht aber auch. Ich habe jetzt schon wieder irgendwie sich Reifen verschleift. Also diese Strecke frisst ja echt extrem viele Reifen. Schon wieder. Oh, ich sehe nur eine Staubwolke jetzt erstmal die Supersoft. Oh nö, was soll das denn? Ja, das Scheiß Magnussen. Da ist jemand abgeflogen. Ja, der hat mich von hinten angeschoben.
oder kommt Sebi, glaube ich. Oder wer ist das? Ja, das bin ich. Hi. Nachdem ich in der Kurve überholt hatte, ganz normal. Wir alle innerhalb von einer Kurve, ja. Zum Kotzen. Aber es hat mal frische Reifen. Das stimmt. Was hat er denn für Reifen? Ja, auch nicht. Es hat auch harte. Okay. Dann kann er uns wenigstens nicht wegziehen. Oder vielleicht schon, werden wir jetzt sehen. Also, ich glaube, bei mir wird das mit den Punkten heute nichts. Nicht auf. Schon wieder abgeschossen worden, oder was? Nee, ich sag ja, von hinten weggedrückt. Also, ich hatte ihn überholt. Mono ist erster. Hat er mich einfach rausgedrückt. Weiß man nicht, ne? Aber nur außen, das ist ja nicht so wichtig. Die Außenwiese. Naja, wenn du einen Stop weniger machen kannst als wieder. Nee, mach, kann ich nicht. Ach. Ich weiß halt nicht, welche Stops in Gefahr. Er fährt mit 2 Stopp, ich fahre mit 2 Stopp, du fährst mit 2 Stopp. Wir alle fahren 2 Stopp. Ich bin 3 Stopp. Danke. Dann eine 3 Stopp. Also ich vermute, dass ich auch 3 Stopp fahren werde, so wie ich den Reißverschleiß gerade einschätze. Naja, ich habe das ausgewählt, nachdem Qualifying schon so gefressen hat. Oh, diesmal habe ich die aber überhaupt nicht hingekriegt. Diesmal habe ich die DRS, aber die wahrscheinlich auch. Oh, Mono ist in der Box. Sepp, ich sage jetzt schon mal, das ist die Frage. Ja. Haas und der Schlecht, wenn man auf euch schaut und nicht auf seinen eigenen Bremspunkt. Das Duell der Haas, sie ziehen ineinander fast. Und nee, Mono kommt mit Meilen Abstand. Mit Sepp, mit Fett nicht, Sepp. Da habe ich mich auch noch im Auto. Ey, ich habe nicht Fett. Ach, was mache ich okay, denn? Dann okay, also ich bin auf der Strecke richtig schlecht. Ich bin einfach nur besser auf die Gerade gekommen. Da kann auch sein. Hitler. Oh. Ich glaube, da ist gerade mein Abgang fast gesehen. Ich habe aber auch fast eingemacht. Achso, okay. Also du bist noch ein bisschen weniger quer gewesen als ich. Aber es war ungefähr der gleiche Move. Dann wäre erster, zweiter, dritter hier. Kanada 2.0 sind. Nur mit einem anderen, der noch mitstreitet hier. Ja, wobei ich verliere gerade. Ja, der muss noch einmal an die Box. Der muss mehr an die Box, sag ich. Ja, das glaube ich, ja. Oh fuck, ist zu weit außen. Bin mit dem Reifenverschleiß eigentlich zufrieden. Wie viel hast du? Ich habe jetzt 14. Okay, ich habe 9. Ja, ich habe 24. Ja gut, irgendwann machst du falsch. Na, ich war auch eine Runde früher als ihr, aber trotzdem. Ich fahre ja auch ohne ABS. Ja, wir werden in der nächsten Saison sehen, wie es dann aussieht, wenn wir alle ohne fahren. Muss man das dann? Dann schalte ich und dann sage ich, ja, ich schalte ja auch mal. Ja, genau. Und jetzt habt ihr die Kurve aber auch nicht optimal genommen. Nee. Mann, nein. Dann dürfte sich ja nichts verändert haben. Was mich wundert ist, dass ich noch DRS hatte, aber jetzt ist es wahrscheinlich denken können. Doch, das ist nur eine Zone. Das ist nur eine. Jetzt sind 2 Zonen. Eine Zeit mehr. Nee, aber ein Messpunkt. So. Ja, ein Messpunkt. Sepp, da kommst du nicht vorbei. Meinst du nicht? Nee. Mit Fett hätte ich es geschafft. Nee, auch dann nicht, weil ich auch mit Fett gefahren bin. Das hätte sich dann ausgeglichen. Ah, das erklärt, warum ich das wegziehe. Nur DRS wäre es dann nicht vorbeigekommen, wie wir gesehen haben. Wie gesagt, wenn du mich überholen müsst irgendwo, dann sagt er vorher an, sonst macht's Boom. Boom. Wenn du noch früher bremst, dann fahre ich dir hinten rein. Yep. Das war schon arg früh gebremst. Ich will gucken, ob mein Reifen durchkommt. Die Mono holt, glaube ich, auch auf mich. Ich fahre hier nicht so besonders gut gerade. Ja, ich auch. Wiese, schön. Hi, Tim. The Machine heißt das. Die Kurve hier. Warum ist eigentlich die schnellste Runde? Okay. Ich glaube ich. Was ist die schnellste Runde? 1:40.28. Ja, Sepp hat die schnellste Runde. Ich habe nämlich 1:40.36. Und mit den Reifen wird er unten. Mit den Reifen wird er unten nur mehr gehen. Mit denen hatte ich gerade im ersten eine lila. Ne? Ja, ich nicht. Ich war auch in der Wiese, okay. Im ersten, nicht im okay, zweiten. Wo fahr ich denn hier? Jetzt zweite Leiter. Malaysia. Wobei ihr diese Kurve überhaupt nicht hinbekommt. Jetzt kannst nee, du nicht so weit. Nee, ich bin fast weg. Eine halbe Sekunde, glaube ich, auch. Ich bekomme aber beim Rest verliere ich halt eine. Fuck off. Ich hab nichts gemacht. Der DRS ist kaputt. Was, ich hab's schon angemacht in dem Moment, der DRS ist kaputt. Wow. Oh, das ist echt früh.
Ja, aber ich glaube, das könnte im Laufe des Rennens wieder reparieren. Ja, das kann nicht im Laufe des Rennens, aber bei mir genauso. In der nächsten Runde ging es wieder. Ja, aber Sepp hat ja immer Glück mit DRS. Ich bin da mal ein halbes Rennen mit DRS gefahren. Du bist auch schon mal ein ganzes Rennen gefahren. Haben sie in Runde 2 oder 3 haben sie gesagt, die ist kaputt. Und eine Runde vor Schluss haben sie gesagt, ja gut, die funktioniert wieder. Ja. Der geneigte Motorsportfan wird gesagt, Bullshit. Der Bro auch. Der Bro würde sagen, das stimmt nicht, ich würde Dinger machen. Diese Kurve hier. Achtung, ich bin in den Pit. Ja, ich kann. Schießt euch auch nicht ab. Schießt euch ab. Gut, Cyborg aber sehr, sehr nett hier gefahren. Jetzt kann ich ihn gleich angreifen. Nee, das war keine komische Kurvenauslegung. Ich habe einfach Angst gehabt, dass ich mich abschieße. Ja, ja. Das war mir bewusst. Bin nach hinten gezogen, weißt du aber, ne? Nee, das habe ich leider nicht mitgekriegt. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Aber ich finde das sehr nett. Das solltet ihr öfter machen. Dann bin ich nämlich wieder dran. Ich fahre aber auch gerade echt Arsch. Boah, wie langsam fahren die um diese Kurve? Erstmal kurz an der Strecke fahren. Meine Chance zu überholen liegt in Sektor 1, Cyborg. Was? Hat mir mein Teamfunk gesagt. Ja, das nicht in Sektor 3 oder so, nein. Ja, aber jetzt war ich bei der Kurve zu schlecht. Aber immerhin habe ich wieder DRS. Das ist auch schon mal was. Cyborg, was sagen die Reifen? 28. Okay, 4 noch 10% weniger als ich. Bitte? Du hast immer 10% weniger als ich. Jetzt 39, gerade 1,40,5. 1,42. Gondrell, kommst du an das Feld ran? Ja, auf jeden Fall. Ah, gut. Antwort auf jeden Fall. Und dann auf nächstes Mal. Nein! Oh, ja, du Gondrell fährst doch stabile Runden, oder nicht? Gondrell, du kriegst bestimmt noch Punkte weg in der Saison. Danke. Absolut gern. Hat er gute Chancen, also wenn er jetzt das Feld erreicht, passt das. Malaysia ist absolut nicht mein Stricke. Meine aber auch nicht. Ich mag die ja. Der ist viel zu viel mit Halbgas geben und sowas. Ja, und Kurven. Ja. Ja, Kurven sind ja furchtbar. Ja, ich muss ja nur gerade ausfahren, wenn man Haas fährt ohne ABS, ne? man muss nicht mal lenken. In Singapur vor allem. Oh, und über 100 ja, schon. Was ist denn hier los? Was? Rotzberg. Wir nähern uns schon wieder dem Boxenstopp-Fenster. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2. Diese Kurve, ne? Die kann ich nicht. Ich fahre dir die Linie hinterher. Rotzberg, du Hurenkind! Warum hast du nicht abgeschossen? Weil ich noch ausgewichen bin. Safety Car wäre übrigens extrem gut, dann könnte ich nämlich. Ja, das wäre nochmal super. Extra Stop machen und die jetzt anderen. Jetzt bin ich hinter Rotzenberg! Ja, das heißt, du kriegst aber auf jeden Fall auch nochmal DS. Machen Sie Platz! Wahrscheinlich zieht er jetzt genau vor mich. Nein, oh, er hatte gerade angezuckt, aber hat es dann abgebrochen. Schade. Ja, das wird Sepp heimfahren, wenn er keinen Fehler macht. Oh, Gonrell! Vorsicht! Ja, mach dir dein Rennen nicht kaputt, du bist gut unterwegs. Ja, da bin ich jetzt extrem früh vom Gas gewesen. Wie gesagt, dann erkennt mich wieder das anders. Aber die Kurve kann ich sehr gut. Problem ist, dass sich Zahrock nicht psychologisch hier unter Druck setzen lässt. Also. Ja, warum? Ich gucke ja auch auf Sepp nach vorne. Ja, aber ich bin näher an dir dran als du an Sepp. Oh nein, da habe ich auch was gebaut. Jetzt habe ich deine Linie verfolgt. Problem ist, wenn du hier einen bisschen größeren Fehler gerade machst, dann schießt du mich damit ab, weil ich das kriegst eh an dir dran. So. Ja, hier klar ist der größere Fehler. Ja, bleib ruhig da. Oh. Ist gut. Warte, ich fahr eher. Ich stell es auf Marker. Ja, hart ich da vom Gas gehen musste. Jetzt fähr vorbei. Okay, bin links. Fähr vorbei. Ich glaube, mein DRS funktioniert immer noch nicht. Die Strecke ist so gut. Oh, und sie ist gerade ein bisschen teleportiert worden bei mir. Ja. Ich hoffe, dass. Strafe! Ungenehmigte Techniken hier benutzt. Blink erforscht. Jetzt. Das habe ich nicht verstanden. Das war aber auch eine komische Sprache. Das Interessante ist, dass nicht mein rechtes Vorderrad, wo ich immer in diese Kurve so reinbremse, belastet ist, sondern das linke Vorderrad ist irgendwie belastet. Aber diese Kurve scheint nicht so schlimm zu sein. Oder irgendwo anders. Oh, das sind jetzt 6 Leute vor uns, ne? Gondrell. Also Magnussen macht, glaube ich, genug Platz. Das heißt, wir sind dann in den Punkten. Ja.
Rundet ihr schon welche? Nein, niemals. Ich habe nur gerade eine blaue Flagge gesehen auf dem Ding. Gondor hat jetzt immer Angst, dass wir ihn überholen. Hä? Also wenn ihr, ja, wenn ihr mich überholen würdet, dann Respekt. Vor allem auf dieser Strecke. Ja. Die ja relativ lang ist. Ja, das stimmt. So 6 Kilometer, ne? Ja, vor allem 1,40er Zeiten, wobei 1,39. Ja, das stimmt. Aber es sind halt sehr schnelle Passagen mit den langen Geraden. Ja, ich muss zwar jetzt versuchen, jetzt fett zu fahren. Aber man sieht, wie Zalrock immer näher rankommt, wenn ich vorwegfahre. Aber die KI hier, 6 hintereinander, die fahren wie an der Perlenschnur. Ja. Das ist wirklich. Ich komme trotzdem nicht ran, keine Ahnung warum. Ich schlecht bin. Das ist korrekt. Naja, du hast nicht so viel Übung, durchzubleiben. Okay, jetzt waren 2 von denen. Oh, jetzt sind 3 in die Box gefahren. 16 schaffen, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich muss aber auch noch mindestens einmal in die Box. Konzentrier dich gerade auf Hohlfahrt. Ich hab schon 45. Glaube fast, lass dich gleich vorbeiziehen und schone meine Reifen. Auf Hohlfahrt fahr ich in Wiese. Okay, dann lass ich dich nicht vorbeiziehen. Aber ich muss halt meine Reifen vor mir, weil der 5. Stopp mehr wäre extrem schlecht für meine Strategie. Ich muss eigentlich Set gewinnen von den Reifen. Ja, ja. Könnte sein, dass ich jetzt gleich die AS bekomme und dann wäre mal geil. Ja, es waren ja genug in der Box, also müsstest du ja genug haben. So viel ein. DSL? Ja, ich hab. Nee, ich bin hinterkannt. Ja, ich hab's gesehen. Das ist gut für dich. Alter. Na, übrigens kommt einmal mal schon ein bisschen näher. Ja, aber ich glaube, ich fahre jetzt lieber Reifen schon und versuche nur noch einen Stop machen zu müssen. Ich habe zumindest Mono jetzt theoretisch als nächsten. Weil wir haben jetzt gerade die Hälfte. Wie viel Schaden hast du? 61%. Ja, das wird eng. Das wird wirklich eng. Also bis Runde. Wann bin ich in die Box gegangen? In 4 oder in 5? In 5, ne? Ich war Runden vor mir. Ich bin in 5 in die Box gegangen. Dann warst du Runde 4. Ja. Runde 4, das macht die Sache wenigstens schon ein bisschen besser. Das heißt, 10 Runden bin ich gerade drauf gefahren. Runde 16 müsstest du. Ja, Runde 16 muss ich überleben. Ich hab jetzt 64. Mhm. Und ich hab 48. Ich hab 63 auf meinen Harten. Ich bin echt gespannt, ob Nergolix mit den Reifen durchkommt. Ja. Den nächsten dann. Ich fahre ja mit. Wenn der durchkommt, bist du Dritter. Ich sag das jetzt nicht. Bist du Zweiter. Nee, das glaube ich nicht. Doch, in der Strecke bist du deutlich besser als ich.